Mit nur 12 Schauspielern, die für jeden Bereich einsetzbar sind, ob Licht, Ton oder dem Bühnenbild oder der Bühne selbst, produziert die Theo Studio Bühne jedes Jahr aufs Neue tolle Stücke. In der kommenden Saison warten gleich 6 Stücke auf die Besucher, die besonders dem Zeitgenössischen gewidmet sind. Wir haben uns immer schon als zeitgenössisches Theater verstanden, als ein Theater, das Geschichten erzählt, die heute passieren. Auch wenn wir Klassiker spielen, überprüfen wir diese immer wieder auf ihre heutige Aussagekraft, auf ihr, was erzählen sie uns heute noch, sind sie heute noch gültig. Und somit ist es für uns überhaupt nicht so verwunderlich, dass wir jetzt da heuer einen wirklich sehr zeitgemäßen, zeitgenössischen Spielplan vorstellen konnten. Begonnen wird die neue Saison bereits in 2 Wochen. Am 13. November wird das Stück Affären und frühere Verhältnisse aufgeführt. Und im Dezember wartet dann für unsere Kleinen das Kinderstück, der Mäuse-Sheriff. Weiter geht es dann mit folgender Produktion. Das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Themen, die wir hier ansprechen. Da gibt es einmal im Februar der Vorname nach diesem berühmten französischen Komödienfilm, das wir so als Theateraufführung hier adaptieren. Das ist für Menschen, die gerne gepflegte Unterhaltung haben, würde ich sagen, kommen sie zum Vornamen. Wenn sie gerne junge Menschen auf der Bühne sehen wollen, dann kommen sie zu Enkel und Killer, so der Arbeitstitel eines Projekts, das wir eben mit 3 Schulen aus der Region im Rahmen von Machtschule Theater machen, wo wirklich Jugendliche auf der Bühne stehen werden und keine Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wenn Sie natürlich sagen, es interessieren Sie besonders stark Frauenthemen und dann kommen Sie vielleicht zu Die Frau, die gegen Türen rannte, ein Stück, das wir im Mai spielen, ein Monolog, auf den wir uns auch schon sehr freuen, daran zu arbeiten. Und wenn Sie Thriller lieben und wenn Sie ein alter Fan von Hitchcock sind, dann kommen Sie im Sommer zu Das kleine Zimmer am Ende der Treppe. Also das sind so unterschiedliche Projekte, dass man ganz, ganz schwer eines herausgreifen kann und will. Aber ans Herz legen möchte ich alle. Erstmalig wird das Theo auch eine Produktion mit Jugendlichen durchführen, im Rahmen eines Projektes, das Julia Fasshuber leitet. Machtschule Theater ist ein Teilprojekt von Kunst macht Schule. Also da geht es einfach darum, vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Theater und Kunst an die Schulen zu bringen. Und Machtschule Theater ist eben ein Teilprojekt von Kunst macht Schule und immer mit dem Grundthema Gewaltprävention. Und das ist einfach nur ein super tolles Projekt, Schülerinnen und Schülern Theater einfach näher zu bringen. Für wen die Termine für die neuen 6 Stücke zu schnell waren oder wer noch mehr Informationen zum Theo möchte, kann einen Blick auf die Homepage www.theo.at werfen. Hier finden Sie alle Details und Informationen zum Spielplan.